So, wie ihr seht, backe ich heute mal nicht. Die Kekse sind nämlich schon fertig. Ich dachte, ich gebe euch heute mal einen schnellen Tipp, einen Weihnachtstipp sozusagen. Wenn ihr mal richtig viel Teig gemacht habt und ihr gar nicht so viele Kekse auf einmal essen wollt, beziehungsweise sie immer frisch haben wollt, dann könnt ihr den Rest oder nur die Hälfte backen und den Rest von eurem Teig zu Rollen formen, dann in Folie einschlagen und ein paar Stunden müssen die dann im Kühlschrank bleiben, so ungefähr ja, 3-4 Stunden, dass sie richtig durchgekühlt sind und dann packt ihr so, wie sie jetzt sind, sie einfach in den, ins Gefrierfach. Nach einer halben bis dreiviertel Stunde im Frost, dann nehmen wir sie nochmal raus, um dann ordentlich zu verpacken. Mal, das hier ist ja keine ordentliche Verpackung. Sieht man überhaupt, was ich tue? So. So. Einmal abrollen. Dann werden wir sie in Portionsstücke schon mal vorschneiden, weil wenn der Teig nachher richtig gefroren ist, dann kriegt man den kaum noch durch. Also einmal so schneiden. Und dann natürlich in einen Gefrierbeutel packen. Dann zum Weitereinfrieren auf jeden Fall nebeneinander legen, vielleicht sogar ein bisschen Platz dazwischen lassen, damit die nachher nicht zusammenkleben. So, und dann, wie gesagt, mit einer Klemme oben zumachen, zurück ins Gefrierfach und dann halt portionsweise immer dann, wenn man was backen will, wieder entnehmen. Auf diese Weise habt ihr dann immer ganz frisch gebackene Kekse, wo die Leute dann denken, ihr hättet schon den ganzen Morgen in der Küche verbracht, wobei das natürlich nicht stimmt, da ihr es ja schon so schön vorbereitet habt. Zum Backen entnehmt ihr dann immer eine Rolle, lasst die erst leicht antauen, damit ihr sie dann auch schneiden könnt. Wenn die zu stark gefroren sind, dann brechen sie euch kaputt. Und ganz praktisch ist auch, wenn ihr mehrere Sorten Kekse eingefroren habt, dann könnt ihr auch auf einem einzigen Backblech gleich 2 oder 3 Sorten backen. Dann habt ihr auch immer noch eine größere Auswahl und müsst nicht jedes Mal alles neu machen. Dann verabschiede ich mich heute nochmal mit einem leckeren Blick auf die fertigen Kekse. Und sage dann bis zum nächsten Mal.